So, guten Tag. Mein Name ist Mirko Beetz und ich möchte heute eine Meditation mit euch teilen, die mir geholfen hat, mein inneres Kind zu heilen. Und ich bin noch mitten im Prozess der inneren Kindheilung und finde diese Meditation so kraftvoll, dass ich die heute mit euch teilen möchte. Okay? Dann legen wir auch gleich los. Denn Erleben und Erfahren ist immer noch kraftvoller, als wenn ich euch jetzt erkläre, um was es geht. Dann für diejenigen, die jetzt zugucken, zuschauen, dann schließ doch mal bitte deine Augen. So. Und dann guck mal, wenn ich dich bitte, ein Bild zu bekommen aus deiner Kindheit, als du ungefähr 6 Jahre alt warst. Ein Bild von dir als dieses 6-jährige Kind. Und wenn dir das schwerfällt, mir hilft es manchmal, mich zu erinnern an Fotos aus dieser Zeit, Kinderfotos aus den Fotoalben. Und hier geht es auch nicht um Perfektion. Es muss nicht 100% akkurat sein. Eine ungefähre Erinnerung an dieses Kind, welches du mal warst mit 6 Jahren. Und was mir auch hilft, denk mal an dein Geburtsdatum, das Geburtsjahr. Und zähl da mal 6 Jahre drauf. Das ist die Zeit, in der dieses Kind lebt. Bei mir zum Beispiel, ich bin 65 geboren, 6 Jahre später war 1971. Und dann kriege ich sofort ein Gefühl für diese Zeit, für dieses 1971. Die Farben, die Erinnerungen, die Gerüche, die Mode. Einfach so ein Gesamtgefühl für die Zeit, in der dieser 6-jährige Mirko gelebt hat. Für dich ist es deine Jahreszahl, deine Zeit. Dieses 6-jährige Kind, welches du mal warst. Und dann spür mal hinein, wie sich das so anspürt und anfühlt. Du warst mal 6 Jahre alt, du bist vielleicht sogar jetzt 6 Jahre alt in dieser Vorstellung und hast schon Kontakt aufgenommen mit diesem Kind. Einfach mal nur spüren und fühlen, ohne was zu erzwingen. Es gibt kein zu viel, kein zu wenig. Alles, was du jetzt spürst oder fühlst, ist genau richtig. Und dann gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und dann frage ich dich, erinnert dich mal an das Elternhaus? Dieses Elternhaus, in dem dieses Kind, dieses 6-jährige Kind gelebt hat. Und krieg hier auch mal ein Bild und ein Gefühl für dieses Haus. Das ist das Elternhaus deiner Kindheit. So, jetzt haben wir ein Gespür für das Haus und das Kind, ohne was zu erzwingen. Alles, was kommt, ist gut genug und richtig. Und jetzt gehen wir auf Zeitreise. Beziehungsweise du gehst jetzt auf Zeitreise. Und du gehst zurück in dieses Jahr. Das ist das Jahr, die Jahreszahl, in dem du 6 Jahre alt warst. Und du, der erwachsene Mensch, du stehst jetzt auf der Straße, am Straßenrand, gegenüber von diesem Elternhaus. In diesem Dorf oder in dieser Stadt stehst du am Straßenrand, auf dem Gehsteig oder am Straßenrand, gegenüber von diesem Elternhaus. Das ist das Elternhaus deiner Kindheit. In diesem Haus lebt ein 6-jähriges Kind. Du. Einfach mal fühlen und spüren. Atme mal ganz bewusst ein und aus. Dann schau nach links und rechts und achte auf den Verkehr. Und überquer die Straße. Und beweg dich auf dieses Elternhaus zu. Und beweg dich in Richtung Haustüre und bleib dort stehen. Du stehst vor der Haustüre zu deinem Elternhaus, das Elternhaus deiner Kindheit. In diesem Haus lebt ein 6-jähriges Kind und du, der erwachsene Mensch, die Frau oder der Mann, der du bist, du stehst jetzt vor dieser Tür. Du bemerkst, diese Tür ist nicht abgeschlossen, die ist spaltweit offen.
dann öffne mal diese Tür mit deiner linken Hand und schau mal hinein in dieses Gebäude. Vielleicht nimmst du Gerüche wahr. Vielleicht siehst du Dinge in diesem Flur oder Treppenhaus stehen, die dir aus Erinnerung bekannt vorkommen. Erinner dich, das ist das Haus deiner Kindheit. Du bist jetzt in die Vergangenheit zurückgereist und stehst da jetzt. Dann atme mal tief ein und aus. So, jetzt machst du deinen ersten Schritt und du betrittst dieses Gebäude, dieses Elternhaus und beweg dich durch dieses Haus. Du kennst das, du weißt, wo das Treppenhaus ist, der Flur, du kennst dich da aus. Beweg dich durch dieses Elternhaus und beweg dich in Richtung der Türe, die zu deinem Kinderzimmer führt. Die Türe zum Zimmer, in dem du als Kind gespielt, geschlafen, gelebt hast. Und bleib vor dieser Türe stehen. Die ist geschlossen. Fühl noch mal in dich hinein, spür mal in dich hinein. Du weißt schon, was kommt. Du weißt, wer hinter dieser Türe lebt, wer da jetzt ist, anwesend in diesem Raum, und dieses Kind weiß noch nicht, dass du kommst. Und du klopfst an die Tür. Warte geduldig. Dann hörst du Schritte. Der Türgriff bewegt sich. Und langsam öffnet sich diese Türe zu diesem Kinderzimmer. Und da steht das Kind in der offenen Tür in seinem Kinderzimmer und schaut dich mit großen Augen an. Du als Sechsjähriger oder Sechsjährige. Und dieses Kind weiß sofort, wer du bist. Kein Zweifel. Vielleicht siehst du ein Lächeln, vielleicht einen skeptischen, zweifelnden Blick. Egal, beides erlaubt. Schau diesem Kind in die Augen, das bist du. Du stehst dir jetzt selbst gegenüber. Du und du in Begegnung mit dir selbst. Der Große und der Kleine. Die Große und die Kleine. Die Frau und das Mädchen oder der Mann und der Junge. Du und du. Bitte telepathisch um Einlass. Und das Kind tritt zur Seite und lässt dich das Kinderzimmer betreten. Das Kind schließt die Türe hinter dir. Und jetzt seid ihr beide in diesem Kinderzimmer, dein Kinderzimmer. Und ihr setzt euch beide auf den Boden, im Schneidersitz. Und da sitzt ihr euch gegenüber. Und schaut euch einfach nur an. In Begegnung mit dir selbst. Der Erwachsene und das Kind. Du und du. Einfach mal nur spüren und fühlen, alles ist erlaubt, nichts wird erzwungen. Und auch hier den Augenkontakt jetzt halten mit deinem Gegenüber. Mit deinem Kind, du und du. Und ohne was zu erzwingen, schau mal, was du finden kannst an Zuneigung und Dankbarkeit und Liebe für dieses Kind und seine Existenz. Zuneigung und Liebe für dein Gegenüber und Dankbarkeit für seine Existenz. Und schau mal auch hier, ohne etwas zu erzwingen, ob du die Liebe des Kindes spüren kannst für dich. Und die Geborgenheit zwischen euch beiden in dieser Begegnung. Das Vertrauen, egal wie wenig, egal wie viel,
was da so da ist an Vertrauen und Geborgenheit zwischen dir und diesem Kind, dieser jüngeren Version von dir. Vielleicht gibt es da noch ein paar unerledigte Dinge zwischen euch, auch das ist okay, dafür sind wir da. Vielleicht ist es schon leicht, vielleicht ist es noch ein bisschen schwer. Aber schau mal einfach nur, ob du diese Liebe spüren kannst in deinem Herzen, in deinem Bauch, von dir für dieses Kind, ohne Erwartung etwas zurückzubekommen. Ohne Erwartung etwas zurückzuerhalten. Einfach nur bedingungslos Zuneigung, Liebe, Anerkennung. Und dann spür mal in dich hinein, während du den Augenkontakt hältst mit deinem jüngeren Gegenüber, der kleineren Version von dir. Und spür mal in dich hinein, wenn es etwas gibt, was du deinem Gegenüber sagen möchtest, wenn das jetzt die einzige Begegnung wäre. Dann komm nach vorne, beug dich nach vorne und flüster es deinem Gegenüber, diesem Kind, ins Ohr. Was muss oder darf dieses Kind von dir hören jetzt? Was wolltest du diesem Kind schon immer sagen? Mit der Weisheit und dem Wissen, das du gesammelt hast in den letzten 30, 20, 40, 50 Jahren. Spüre, wie das Kind deine Worte und die Energie darin empfängt. Und dann beug dich nochmal nach vorne und flüster dem Kind folgende Worte ins Ohr. Was brauchst du von mir? Was kann ich für dich tun? Und dann hör mal mit dem Herzen, was das Kind zurückflüstert. Hör mal mit dem Herzen, was das Kind zurückflüstert. Was braucht dieses Kind von dir? Was kannst du für dieses Kind tun? Dieses Kind, welches immer noch aktiv in dir ist und in dir lebt, durch dich die Welt als Erwachsener erfährt. Ein Anteil von dir, der immer bei dir ist, mit dir. Was möchte dieses Kind von dir haben? Was braucht dieses Kind von dir? Was kannst du für diesen Anteil tun? Empfange seine Worte mit Demut und Dankbarkeit. Wenn du möchtest, kannst du deine Arme öffnen und dem Kind zu verstehen geben, dass es auf deinen Schoß kommen darf. Wenn es dies möchte, dann tut es das jetzt. Wenn nicht, bleibt es da im Schneidersitz sitzen. Und vielleicht kommt dieses Kind jetzt in deine Umarmung und schmiegt sich an dich. Und du hältst dich selbst und wirst von dir selbst gehalten. Du bist in Begegnung und Umarmung mit dir selbst. Wenn es noch einen Satz gibt, den du dem Kind zuflüstern möchtest, tu es jetzt. Spüre, wie deine Worte empfangen werden und die Energie darin. Und spüre diese tiefe Verbundenheit und diese Geborgenheit und dieses Vertrauen zwischen euch beiden in dieser Begegnung jetzt. Und spüre die Liebe, die jetzt frei fließen darf. Bedingungslos. Das Kind löst sich langsam und sanft aus deiner Umarmung und steht jetzt vor dir und reicht dir seine Hand. Und du nimmst diese Hand und stehst auf. Und das Kind führt dich zur Türe des Kinderzimmers. Ihr schaut euch nochmal an und verneigt euch voreinander mit einem Namaste. Mach nochmal Augenkontakt mit deinem Gegenüber, du und du. Zweimal du, groß und klein, erwachsen und Kind. Wenn du möchtest, kannst du auf die Knie gehen und dem Kind einen Kuss auf die Stirn geben. Vielleicht nimmt das Kind deine Wangen in die Hände und gibt dir einen Kuss auf die Stirn.
Und dann in der Gewissheit, dass du hier jederzeit willkommen bist und es nicht der letzte Besuch war, sondern vielleicht nur der erste von vielen, die noch folgen werden. In der Gewissheit, dass du hier immer willkommen bist, immer wieder kommen darfst, immer wieder anklopfen darfst an diese Tür, an diese Begegnung, in diesen Besuch. In dieser Gewissheit öffnest du die Türe und verlässt den Raum. Das Kind schließt die Türe hinter dir, bleibt in seinem Zimmer, in seiner Zeit. Und du verlässt dieses Elternhaus, überquer die Straße, achte auf den Verkehr. Und dann gehst du diese Straße entlang und kommst langsam wieder aus dieser Vergangenheit, dieser Zeit deiner Kindheit in die Gegenwart. Da, wo du jetzt sitzt, auf diesen Stuhl, diese Couch, dieses Zimmer, diese Zeit, dieser Tag, diese Gegenwart, dieses Jetzt, heute hier, wieder ins Jetzt, heute hier, in diese Gegenwart. Und bring die Schwingung dieser Begegnung und die Schwingung der Heilung im Kinderzimmer mit. Diese Liebe, lass die nachschwingen. Und vielleicht auch noch diese Geborgenheit und diese Sicherheit und dieses Vertrauen auch in dir einfach nachschwingen lassen. Bring das mit in diese Zeit, diese Gegenwart in dir, in deinem Energiesystem, in deinem Körper, in deinem Sein. Und spür mal und fühl mal, was das so macht mit dir. Ja, und dann in deinem ganz eigenen Tempo öffnest du deine Augen. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Das ist deine Gegenwart, meine Gegenwart. Und das war ein Besuch in die Kindheit, ins Elternhaus, zum inneren Kind. Und die Leute fragen manchmal, wie oft machst du das? Als ich aus dem Zen-Kloster raus bin, meinte mein Zen-Meister zu mir, Mirko, putzt du dir jeden Tag die Zähne oder nur einmal im Monat? Beziehungsweise er hat gefragt, putzt du dir jeden Tag einmal die Zähne für 1 bis 2 Minuten morgens und abends oder nur einmal im Monat? Und das ist die Antwort auf die Frage mit dem inneren Kind. Verbring mal jeden Tag so 1, 2 Minuten mit dem inneren Kind. Das muss nicht immer so ausführlich sein, wie wir es gerade gemacht haben. Aber das ist wichtiger als das tägliche Zähneputzen. Und mach das mal für 28 Tage und schau mal, was passiert. Ja, würde mich freuen, auch von dir zu hören. Vielleicht über Thomas, über Mystica TV oder über mein Facebook-Profil mir Berichterstattung gibst, was du so für Erfahrungen gemacht hast in diesem Selbstheilungsprozess. In diesem Sinne, Namaste und tschüss.